Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2 für den PC. Wahrscheinlich habt ihr es gemerkt, in den letzten Parts war meine Stimme ziemlich leise. Und das ist jetzt mal kurz ein Test, ob die jetzt besser ist. Und ja, es tut mir leid, aber ich hoffe, man konnte alles so einigermaßen verstehen. So, ich habe es jetzt noch ein bisschen lauter... ein bisschen lauter gedreht. Und ich hoffe, das ist so jetzt in Ordnung. Ich kann es mir nicht erklären. Normalerweise war 36 immer perfekt und 100 viel zu laut. Jetzt war ja 39. Lautstärke hier vom Mikrofon. Ziemlich leise und ich bin jetzt bei 80 und ich finde es immer noch irgendwie leise. Irgendwas ist hier, glaube ich, nicht ganz, wie es sein soll. Naja, egal, ich muss damit jetzt leben. Synchronität wieder mal. Oh, Sie, keine von denen? Aber Sie sind ein Mönch. Bruder Chang aus Berkang. Du willst mich holen? Da war ein helles Licht um mich herum. Das waren Schüsse. Und ich denke, es waren eher die anderen, die davon mitgenommen wurden. Aber du bist doch meine Führerin, meine Wegbereiterin zum nächsten Leben. Meine Zeit hier ist um, nicht wahr? Was tun Sie hier, zusammen mit Marco Bartoli? Nichts. Habe ehrliches Leben geführt. Nur wegen notwendigem Übel hier. Wie mein Vater vor mir, als er Jennys Schiff hier bombardiert und versenkt hat. Jetzt bin ich hier, war hier, um zu verhindern, dass sein Sohn den Seraphen findet. Den Seraphen? Du kennst mein Lebenswerk doch kaum. Du bist doch wirklich nicht ihretwegen hier? Die haben ihre besten Zeiten hinter sich. Sie wollen den Seraphen, um damit einen bösen Schatz freizulegen, den wir in unserem Kloster in Tibet hüten. Vor Jahrhunderten ist uns der Schlüssel von Vagabunden gestohlen worden. Seither haben wir keinen Schlüssel zum bösen Schatz mehr. Verließen uns nur auf unsere Gebete, um ihn zu bändigen. Dann ist der Okkultist Gianni B. in seinen Besitz gelangt. Furchtbare Folgen. Er hat einem uralten Glauben wieder Leben eingehaucht, der durch noch so viele Verbeugungen nicht aufgehalten werden kann. Und jetzt ist er wieder hier. Marco, vom Wahnsinn befallen. Sein Geist ist gewalttätig. Hat er aber noch nicht die Macht, seine Gelüste zu befriedigen. Also mussten wir erneut zu den Waffen greifen. Die wahren Teufelsaustreiber. Wohin wirst du mich denn bringen? Und ich dachte, meine Zeit ist gekommen. Aber eine Veränderung ist wohl ebenso gut. Ich brauche Ruhe. So, trollolol. Ich habe aus Versehen die Sequenz übersprungen, deswegen wird jetzt hier nach diesem kleinen Clip, ich werde jetzt hier mal eben speichern. Und jetzt wird nochmal eben der Teil der Sequenz rangefügt. Nee, Moment, das geht ja gar nicht. Also vielleicht wird er jetzt hier rangefügt. Und jetzt geht's allerdings weiter mit dem wahrscheinlich trickiesten Level überhaupt in diesem Spiel. Das Level, in dem ich millionenmal gescheitert bin und jetzt auch gerade ehrlich gesagt nicht mehr weiß, was ich hier tun muss, außer möglichst den Haien auszuweichen. Vielleicht muss ich hier irgendwo ins Schiff. Ja, man sieht
Die Luft ist sehr begrenzt. Aber hier scheint irgendwas zu sein. Ich bin in dem Level so oft gescheitert, weil es gibt 10.000 Richtungen. Und man weiß erstmal nicht, welche die richtige ist. Aber den Teil habe ich jetzt schon mal geschafft. Das war deutlich einfacher, als ich es in Erinnerung hatte. Man hat es gehört, ein Schiff wurde hier... Oh, hi. Hallo, hallo, hi. Scheiße. Ich sollte einfach weiter schwimmen. Ein Schiff wurde hier bombardiert und ist gesunken. Und das ist das Schiff, die Maria Doria. Das ist auch das Level, wovon ich vorhin gesprochen habe. Wir sind jetzt in dem Level 40 Faden und dürfen hier nochmal schwimmen. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie man es machen muss. Und zwar einfach den Fässern folgen. Also diesen Trümmern hier. Wie auch immer. Hallo, hi. Diesmal schwimme ich weiter. Ja. Das hat man mitbekommen. Das ist das Wrack der Maria Doria. Hier. Glaube ich. Oder ist es das schon? Und ich werde mich jetzt auch gleich nochmal eben kundlesen. Also ich werde... Ach, schwimm mal doch rein, Lara. Ich werde jetzt erstmal kurz... schwimmen. Weiter schwimmen. Bis ich mich irgendwo hinstellen kann und in Sicherheit bin. Was gerade noch nicht der Fall ist. Und... Hilfe. Hilfe. Hallo, hi. Ja, das war's dann auch. Das lief schlecht. So, ich werde mich jetzt mal ganz kurz wegen einer Sache kundlesen. Und zwar habe ich in Erinnerung, dass da hinten in dem Meer, also mitten im Meer da, wo wir da waren, auch noch ein Secret liegt. Okay, ich habe mich eben kundgelesen. Und nein, hier mitten im Meer gibt es noch kein Secret. Irgendwo wäre das ja auch ganz schön bescheuert. Aber egal. Also schwimmen wir wieder zurück und suchen diesmal irgendwas, was uns weiterbringt. Vielleicht ein Unterwasserhebel oder wie auch immer man den nennen soll. Ich kann es wirklich so voll, als würde ich hier irgendwo. Aber egal. Mag täuschen. Ich habe das hier schon seit Ewigkeit nicht mehr gespielt. Und wisst ihr, warum ich dieses Level hier sehr gut in Erinnerung habe? Moment. Luft, 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 Luft. Aus einem bestimmten Grund. Nämlich... ich habe die Zeit vergessen. Geh an. So. Ja, weil ich habe bei meinem zweiten, also als ich einmal durchgespielt habe und dann nochmal von vorne angefangen habe, habe ich so gemacht, dass ich jedes Level einfach mit dem Level-Cheat abgeschlossen habe. Einfach jedes Level nacheinander mit dem Level-Cheat. Und bei diesem Level hat es nie funktioniert. Da musste ich mir erst immer eine Plattform suchen, wo ich stehen kann. Weil unter Wasser geht das ja nicht. So, jetzt cutte ich nochmal kurz, um zu schauen, wie lange der Part jetzt schon war. Denn das muss ich ja aufrechnen. Wieso lief die Aufnahme jetzt nicht? Ich muss mal schauen, was ich jetzt von der Aufnahme drauf habe. Okay, ich habe keine Ahnung, warum das jetzt nicht aufgenommen wurde, aber egal. Ja, wie folgt. Ich bin einfach da unten in den Raum getaucht, wo die Luke war. Und habe einen Hebel gezogen, der an der Wand war, den ich beim letzten Mal übersehen habe, der auch sehr rostig war und fast die gleiche Farbe wie die Wand hatte. Und konnte dann durch die Luke schwimmen, dann durch einen kleinen Gang schwimmen, dann nach oben schwimmen und schon war ich hier. Hab da also gar nichts verpasst eigentlich. Das Einzige, wovor ich Angst habe, ist, dass der Hai jetzt noch kommt. Es sieht gerade nicht danach aus. Liegt da unten auf dem Meeresgrund noch was? Oder da? Meeresgrund. Meeresgrund. Ich würde das ja jetzt eigentlich noch nicht unbedingt als Meer bezeichnen, sondern vielleicht eher als Wasser in einem Schiffswrack. Aber okay. Irgendwie in Ordnung. Ja, wir sind jetzt hier also in dem Level 40 Faden. Und haben Skill... Was weiß ich denn, was das damit zu tun hat? Hack doch nicht so auf mir rum.
Dieser Sprung war mir jetzt gerade auch ein Rätsel. Hier komme ich nicht hoch. Kann ich hier drauf laufen? Nein, ich kann hier drauf nicht laufen. Da unten, da ist was. Da muss ich hier wahrscheinlich gar nicht rüberspringen, das wäre auch ein bisschen komisch. Was ist denn hier? Ach, hier. Ah, oh, okay. Boah, es ist dunkel draußen. Ich mache ja, glaube ich, mal ein Licht an. Licht an! Ja, sehr schön. Mein Schreibtischlicht ist ja leider kaputt. Ach übrigens, Sarah hat eine neue Uniform an. Neues Klamöttchen. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Ja. Und entweder ist das Wasser jetzt weg oder gestiegen, aber es scheint weg zu sein. Wie auch immer ich das hingekriegt habe. Also wie auch immer der Hebel das hingekriegt hat, muss ich ja sagen. I don't know. Okay, der Hai sollte jetzt auch keine Chance mehr haben, mich hier zu kriegen. Aber das Wasser ist hier dann wahrscheinlich noch da, ne? Ja, hier beginnt's wieder. Alles klar. Dann wird das jetzt ein Jump'n'Run-Part. Oh, jetzt weiß ich, warum es so dunkel ist. Es ist gerade mal... Es ist gerade mal 3:30. Aber ich sehe gerade draußen, es ist sehr windig. Es regnet in Strömen. Und ich glaube, ich höre sogar ein bisschen Gewitter. Oh, jetzt... Hagelt's? Nein, es schneit. Wieso fängt das jetzt an zu schneien? Nein, das ist Schnee, Regen, jetzt ist wieder Normalregen, jetzt wird er wieder weißer. Nein, das ist verwirrend. Ich guck da nicht mehr hin, das verwirrt mich nur. Das verwirrt mich nur. So, oh. Gut, dass ich das jetzt auch geschafft habe. Ich hatte gerade gecuttet und aus Versehen das Spiel minimiert. Ja, alles aus Versehen. Und würde an dieser Stelle sagen, dass es das für diesen Part war. Secret? Moment. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. So. Machen wir es jetzt nochmal. Aber diesmal richtig. So, denn das Secret lasse ich mir nicht entgehen. Aha. Würde allerdings an dieser Stelle sagen, das ist das für den Part war. Das ist das für den Part war von Let's Play Tomb Raider 2 für den PC. Bis zum nächsten Part und